Moin Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ja, also das letzte Mal sind wir da ins Diebesversteck da eingedrungen. Und ja, ich nehme mal schwer an, das ist der erste Tempel sozusagen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, also können wir runterfallen. Sehr gut. Und erhalten wir auch gleich mal 50 Rubine. Okay, ich habe das Gefühl, das wird recht kompliziert da. Und jetzt? Keine Ahnung, wo ich da durch muss. Oh shit. Hä? Okay, das. Sehr schön. Was zum? Kommen die immer wieder oder was? Ja, sieht so aus. Ja und jetzt? Aua. Ich muss, glaube ich. Moment kurz. Gehen wir mal da so rüber. Aha. Also wir können natürlich unsere eigenen Bomben nehmen, aber kein Bock dafür. Jetzt nehmen wir das da. Sehr schön. Oh oh. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Und für was ist das bitte schön gut? Okay. Nee, Mensch, für irgendetwas muss ja das gut sein. Naja, egal. Ist das eine Falltüre oder so? Nee. Okay. So, rechts oder nach oben. Gehen wir mal zuerst da durch. Da gibt es noch einen Weg nach unten. Ich habe das Gefühl, da ist irgendetwas. Oh, oder vielleicht können wir da gar nicht durch. Könnte auch sein, natürlich. Ach, du dumme Ratte, Mann. Sieht nicht gut aus. Also, da kommen wir nicht durch. Das heißt natürlich, dass wir da nach oben müssen. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ah, Moment. Da kommen wir aber auch so rein. Hallo. Wer bist du denn? Und wie bist du hier reingekommen? Du suchst ein Gemälde? Ach, ich weiß, wovon du sprichst. Ich weiß doch nicht, was daran so toll sein soll, aber unser Boss hat es wie ein Schatz versteckt. Durch Zufall habe ich erfahren, wo es ist. Deshalb haben sie mich hier reingeworfen. Kannst du mir vielleicht irgendwie helfen, hier herauszubrechen? Im Gegenzug sage ich dir dann, wo das Gemälde ist. Bitte, mach schnell. Kein Problem. Das wird ein Klacks, denke ich. Schon wieder so eine Bombe. Ich frage mich, wieso die da überall Bomben hin tun, obwohl man doch selber welche haben könnte. Naja. Wo bin ich da? Okay. Ah, Moment. So, dann so. Und dann bin ich da oben. Ja. Moment kurz, bevor ich da runtergehe. Da ist nichts, okay. Von mir aus. Oh oh. Ach du Heilige, was ist denn das da? Nehmen wir mal das Item. Also, schöne Rubine. Okay, was bekommen wir da? Den Kompass? Nee, eigentlich keinen Schlüssel. Ja, von mir aus. Also, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, wollen wir aber nicht hin.
Gibt es da nirgends irgendein Versteck oder so? Also, ich meine, muss er den anderen Typ da irgendwie rausbringen? Da ist noch ein Monster drin. Ja, komm, gehen wir einfach mal da rein zuerst. Und wir haben hier den Kompass erhalten. Okay. Stirb, dummes Arschloch. So, mal sehen, vielleicht hat es hier an der Wand irgendwas. Nope. Gut, gehen wir da wieder raus. Und mit dem Kompass sehen wir, also da unten. Ah, Moment. Mit dem Schlüssel können wir ihn ja jetzt herausholen. Wie machst du das? Du schlüpfst in die Wände und bist plötzlich flach wie eine Flunder. Ist das Magie? Irgendwie gruselig. Das Gemälde ist oben im Dorf, nicht weit von hier. Ich zeige dir dann die genaue Stelle. Aber jetzt müssen wir erstmal entkommen, also los. Entkommen? Hey, warte mal, du sollst mich doch hier rausbringen. Ja, komm. Hä? Hey, warte, hä? Ja, komm doch. Hä? Ach so. Oh oh. Oh nein, wir sind eingeschlossen. Dann müssen wir wohl durch die nördliche Tür flüchten. Kommst du? Hallo? Warte hier und wir gehen da rein. Sehr schön. Also komm wieder mit. Hey, komm mit. Oh mein Gott. Moment kurz. Wir werden da mal unseren Feuerstab nehmen und den Enterhaken. Weil so können wir sie relativ gut verletzen. Was? Ach so, die haben es nur auf die abgesehen. Okay. Ja, dann komm. Ach, was soll denn die Kacke da? Komm jetzt, dumme Schlampe. Alter, kommt die jetzt mal oder nicht? Mein Gott. Ah, ist offen. Wenigstens etwas. So, also die dürfen die dann nicht bekommen. Das heißt natürlich, dass wir die ganze Zeit im Kreis laufen müssen. Oh, shit. Oh Gott. Ups. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Lasst mich in Ruhe. Mein Gott, können die auch mal sterben oder geht das irgendwie nicht? Komm. Uiuiuiui, knapp. Knappe Sache da. Oh shit. Oh shit. So, kommt daher. Sehr schön. Jetzt haben wir ein bisschen Abstand gewonnen. Können die so überhaupt sterben oder was? Wisst ihr was? Vielleicht geht es mit den Bomben sogar ein bisschen besser. Oh, shit. Mein Gott, ich kann das gar nicht richtig legen. Aha. Ich glaube, die können nur mit den Bomben verrecken da. Sieht ganz danach aus. Okay, kommt. So, nur noch eine. Nee, was? Der lebt noch.
Okay, das heißt, jetzt ist er tot. Sehr schön. Oh, endlich. Boah, das waren sicher noch nicht alle. Leider kann ich nicht mitkämpfen. Sie haben mir Waffen und Rüstung abgenommen. Außerdem bin ich ganz kraftlos vor Hunger. Ich verlasse mich auf dich. Oh. Mein Gott. Ist hier irgendwo Herzchen oder so? Sieht nicht so aus. So, wir gehen jetzt mal darüber. Und jetzt komm. Also, wir gehen zuerst. Ach shit, das geht nicht von da. Dann probieren. Ne, von da aus geht es auch nicht. Okay, dann kommen wir da eben nicht rüber. Aber hier rüber kommen wir. Geh in die scheiß Wand rein, Link! Mann! Alter, was geht denn mit dem Ding da ab? Wieso geht er immer wieder zurück in seine ursprüngliche Form? So, zuerst mal checken wir da aus, ob wir da irgendetwas machen können. Und nope, das sieht nicht so aus. Und von da aus können wir auch nicht viel machen. Das heißt, wir müssen ins Wasser. Können wir vom Wasser aus in ein Gemälde? Sieht nicht so aus. Hm. Rubine. Moment, das geht so. Sehr schön. Also, dann komm mal rüber. Und so die Totenköpfe da kaputt machen. Und jetzt auf die Schalter. So. Wie komme ich denn durch die Gitter da? Von hinten irgendwie? Nope. Hm. Ja, kommst du oder kommst du nicht? Kannst du schwimmen oder kannst du nicht schwimmen? Nope, der kann nicht schwimmen, so wie es aussieht. Müssen wir eben alleine da durch. So, ziehen. Okay, jetzt geht das Wasser runter. Sehr schön. Zum Glück stehen wir hier nicht unter Zeitdruck oder so etwas. Das wäre nämlich gar nicht schön dann. Ah, 100 Rubine. Das ist auf jeden Fall schön. So, komm jetzt wieder runter. Wir müssen darauf. Kommst du? Ups. So. Und jetzt muss ich da rüber und den Schalter da betätigen. Geht das gerade? Nope. Messen wir eben kurz zum Enterhaken. Und nee, wir dürfen nicht einfach weggehen. Wir müssen die Fotze da natürlich retten. So, komm jetzt. Oh nee. Ja, okay, da die da unten sind. Ups. Kann ich die ja so umlegen? Naja, fast auf jeden Fall. Geht das mit dem wohl? Ah, es geht sogar. Sehr schön. Da ich wirklich nichts riskieren will, kill ich die eben von da oben. Hm. Oh, shit. Lol, Alter. Ach, komm. Reicht das? Mal sehen. Ja. Das geht auch von da oben, das heißt, ah, ich kann es auch runterwerfen, so. So, hier wieder. Wow, shit, das wollte ich nicht. Ja, okay, so geht das natürlich auch. So, warte du mal da. Schöne Rubine. Und den
großen Schlüssel. Aber ich habe das Gefühl, das sind irgendwo Monster. Deswegen schlagen wir hier einfach mal jedes Teil. Okay, nee, ist kein Monster da. Sehr schön. Was? Master Erz erhalten? Ah, sehr schön. Der kann das... Cool. Das heißt, wir finden jetzt hier... wahrscheinlich in jedem Tempel so ein komisches Erz, wodurch der Schmied-Heini da unser Schwert verstärken kann. Das heißt, unser Schwert wird jedes Mal stärker. Ah, das gefällt mir. Einfach Rüstung schmieden, das gefällt mir im Allgemeinen. Ja. Du darfst gleich hier warten. Nee, nicht. Ach, warte da. Ich hab gesagt, warten! So, jetzt. Wir müssen darauf. Vielleicht wäre es auch umgekehrt, könnte auch sein, bezweifle ich jedoch. Ja, ach, schon wieder, scheiße. Einfach einer nach dem anderen. So. Ihr dürft sie einfach nicht schnappen. Moment mal, wo... Ah. Wir müssen ja wieder raus, genau. Moment mal. Hä? Von da haben wir sie ja gerettet, oder ne? Doch. 100 Pro. Wir müssen also da durch. Ach nee. Ja, scheiße, ne? Gut, ich habe eine Idee. Ha. Okay, jetzt wissen wir, für was das gut war. Sehr schön. So, wir laufen da einfach mal durch. Ach, geht mal weg. Auf Wiedersehen. Kannst du da rüber? Scheiße, das geht nicht. Nein. Ui. Moment, ich muss da das Teil da ausrüsten. Scheiße, fail. So, jetzt geht's. Okay, gut. Ja, da müssen wir durch. Ich glaube, jetzt sind wir langsam wieder am Anfang. Glaube ich. Hoffe ich. Also du kannst da zuerst einmal warten. Also ne, warte jetzt. So. Und wir gehen darüber und betätigen den Schalter da. Huch! Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ja, von mir aus. Cool. Sehr schön. Ich glaube, das war's. Fast. Ach, mein Gott. Also warte du mal da. Okay, da hat es noch einen Schatz, den holen wir doch gleich. Und, sehr schön, 100 Rubine. Das ist immer gut. Können wir darüber? Nope, können wir nicht. Komm du mal mit. Wie bekomme ich den Schatz da drüben? Ach so, da kommen wir glaube ich erst später hin. Glaube ich, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt da nach rechts. Ja, ging aber leider zu. Stirb! Auch du, stirb! Gut, dann können wir jetzt da durch. Der Ausgang ist verschlossen, dann müssen wir wohl die große Tür da vorne nehmen. Aber wir haben den Schlüssel doch noch gar nicht. Glaube ich. Nö, sag ich doch, geht nicht. Noch nicht, auf jeden Fall. Ja, da drüben hat es aber einen Schatz. Ja, da oben ist er. Also komm du mal darauf. Warte. Aha. Ach so, jetzt. Ah, ups. Ich dachte, ich könnte. Ich müsste noch warten, aber. Es ging auch so. Also, schneller, los, komm.
So. So, also haben wir jetzt den großen Schlüssel und können zum Endgegner gehen. Und zuerst einmal, komm mit, da drüben hat es ja noch einen Schatz. Ja. Es sind 50 Rubine. Ja, besser als wenn wir da einfach weitergegangen wären, oder? So. Also, gehen wir mal zum Bossgegner, ne? Mal sehen, wer es ist. Boah, was ist jetzt los? Moment mal, wo ist sie? Hä? Gah, ihr Narren, glaubt ihr etwa, dass ihr mir entkommen könnt? Wem? Du heilige Scheiße. Also Moment mal, ihr habt das Gefühl, wir brauchen Bomben, haben wir rausgerissen und nehmen wir noch das Feuer. Wow. Coole Idee, coole Idee. Muss ich schon sagen. Wow, 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 wow. Ui, ich hab ein Schwein gehabt. Ja, wo bin ich hin? Da bin ich. Stirb! Wow. Also ich muss schon sagen, Nintendo, ihr habt sehr geile Ideen. Da mit den Endbossen. Wow, shit. Aber es ist schon relativ einfach, das ist das andere. Ah, vielleicht wird er jetzt stärker. Ah. Oder er macht es eben so. Dann können wir... Oh, shit. Oh, oh. Oh, noch mal Schwein gehabt. Oh, scheiße. Stirb. Ah, shit. Selber verletzen sollte man natürlich nicht unbedingt. Oh oh, was macht er jetzt? Lol. Ja, auf wen muss ich jetzt gehen? Auf das Teil? Wow, wow, wow. Ja, scheiß die Wandern. Stirb, du dummes Ding. Oh oh. Alter, oh, geht doch. Endlich. Ja, okay, war wenigstens nicht so ein kurzer Endboss. Ging also noch. Schwierigkeitsgrad, meh. Das ist eine sehr nette Idee, die Nintendo da hatte. Also, mit dem Bild da in das Schild rein und dann von hinten angreifen, das gefällt mir sehr. Oder gefiel mir sehr. Ist ja jetzt Vergangenheit. Ja, und einen Herzcontainer bekommen wir nicht? Ja. Da hinten ist das Haus, in dem das Gemälde versteckt ist. Komm mit! Ah, und das Herzcontainer. Das hier ist es, oder? Was ist das eigentlich für ein Gemälde? Weißt du was? Es sieht ein bisschen aus wie du, wenn du dich in ein Bild verwandelst. Gibt es eine Verbindung? Wer bist du eigentlich? Ach nein, antworte lieber nicht. Ups, aus dem gedruckt. Mach's gut und danke nochmal. Kein Problem. Und auch das Herz schnappe ich mir gleich. Ein Herzcontainer. Jetzt haben wir bereits 9 Stück, oder? 3, 6, 9, ja. Und ein Bild. Lol, das sieht ja aus wie Ding, das von Ocarina of Time. Wo wir in das Masterschwert gesteckt werden. Wo bin ich? Hm, du bist doch der Junge von der Schmiede. Wie kommt es, dass du hier bist? Ah, ist das etwa das Masterschwert in deiner Hand? Ich verstehe, das bedeutet wohl, dass du der Held bist und nicht ich. Haha, ich bin dann wohl wieder nur einer der 7 Weisen. Aber ich bitte dich, rette auch die anderen Weisen. Seltsam, wie sich Dinge entwickelt haben. Doch ich danke dir, Link. Ach ja, dieser Stab, man nennt ihn den Sandstab, glaube ich. Ich habe ihn von einem merkwürdigen Kelchen namens Ravio ausgeliehen. Aber da ich diesen Ort Forest nicht verlassen kann, ist es mir nicht möglich, ihn zurückzugeben. Jetzt, wo ich einer der Weisen bin, sehe es schlecht aus, etwas auszuleihen und es dann ewig zu behalten. Könntest du ihn für mich zurückgeben?
Du hast einen Sandstab erhalten. Er ist von Ravio ausgeliehen, also gehört er dir nicht. Doch, natürlich gehört er mir. Ja. Okay, wie gesagt, also die Musik ist erstmal so, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie der Arsch heißt. Es ist einfach so, in Ocarina of Time, wenn sich der junge Link in den Erwachsenen verwandelt, dann wird er ja 7 Jahre in diesen Raum eingesperrt. Das sieht genau gleich aus. Genau gleich. Hey! Das ist doch mein Stab, Arschloch. Mann. Naja. Auf jeden Fall haben wir bereits das erste Gemälde erhalten. Und ja, im nächsten Part werden wir mal zu Ravio zurückkehren. Danach werden wir sonst irgendetwas machen. Das sehen wir dann. Aber bis dann soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Wir sehen uns, Leute. Bis dann.